Hallo ihr Lieben, guten Abend. Abend. Ja, ich könnte es ewig hören. Das ist die islamische Variante, Gott anzubeten und zu preisen und für die, die es noch nicht wissen, ich lebe in Ägypten im Sinai. Uhu, nah am Konflikt scheinbar, räumlich gesehen. Und hier ist es so ruhig. Zumindest im Außen. Meistens auch im Innen, aber kennt ihr das, wenn diese Stimmen in dir nicht still sein wollen. So, jetzt kurz mein Laptop anstecken. Das fällt ja nicht durch. Ja. Diese Stimmen im Innern, die manchmal so laut schreien nach Beachtung, nach, das stimmt aber, was ich sage. Glaub mir doch. Und gleichzeitig zu bemerken, da ist so viel Schwachsinn dabei. Das meiste davon ist Schwachsinn. Ja, und wenn ich glaube, dass alles, was ich irgendwie höre und sehe, wahr ist, dann bin ich ja echt in eine fette Falle getappt. Und wir haben diesen Monat das Thema Dankbarkeit. Und Dankbarkeit meint nicht im Sinne des Kurses, dankbar zu sein für alles, was ich hier irgendwie im Außen sehe, sondern dankbar zu sein für das, was ich bin und dass ich für immer eine Wirkung Gottes bin und sonst nichts. Einfach nur, weil ich hier bin und mit hier ist nicht gemeint in dieser Welt, sondern weil ich Liebe bin, weil ich das Licht dieser Welt bin. Glaubst du das, dass du das Licht der Welt bist? So wirklich tief in deinem Innern, dass es genau dich braucht, um die Welt zu erlösen. Und natürlich funktioniert das überhaupt nicht, wenn ich denke, ich bin dieser Körper hier und ich bin dieses Ego, was genau, in meinem Kopf die ganze Zeit plappert, unaufhörlich, in unzähligen Varianten, in unzähligen Versuchen, mich abzulenken von dem, was wirklich ist und was wahr ist. Weil unser Ego ist in der Tat einfach nur wahnsinnig. Und dann ist natürlich die Welt, die ich da draußen sehe, wahnsinnig. Und es braucht einfach immer wieder meine Entscheidung. Worauf will ich hören?
Was will ich sehen? Und es gibt mir eine gute Abbildung von dem, was ich hier im Außen sehe, was ich denke. Also das, was ich im Außen sehe, ist einfach nur die Widerspiegelung von dem, was ich denke, woran ich glaube. Und manchmal wirkt es so kompliziert, besonders wenn ich da so festhänge in Glaubensmuster, die ich, wo ich gar nicht unbedingt erkenne, dass die meinem Geist entspringen und vergesse, dass die Welt hier nicht wirklich ist, dann kann ich mich da ganz schön in diesem Spinnennetz verfangen. Ich habe gerade so eine Situation hier mit meinem Vermieter. Wo es ums Geld geht. Auch ein schöner Götze, Geld. Ein typischer Götze in unserem Leben, so wo wir irgendwie echt ganz viel dranhängen und denken, oh Gott, wenn ich nicht genug habe, dann wird es echt eng, dann wird es echt unbequem, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass es wieder fließt, dass mehr da ist. Und auch das ist echt ein Spinnennetz, wo wir uns ultra dran verfangen können. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Und besonders in Deutschland ist das ja immer echt so ein Thema, wo wir Sicherheit so dranhängen. Ist ganz interessant, die Beduinen haben kein festes Einkommen oder hier die Ägypter, die haben kein festes Einkommen. Es gibt kein Sozialsystem, es gibt kein Gesundheitssystem. Vielleicht für die, die ein bisschen Geld haben, die können sich sowas leisten oder deren Arbeitgeber, wenn er irgendwie in einem internationalen Unternehmen arbeitet zum Beispiel. Aber es gibt kein Sicherheitsnetz sozusagen. Und die leben tatsächlich viel mehr von Tag zu Tag. Und ich bemerkte so, oh, irgendwie gehen meine Reserven gerade so langsam zur Neige. Und jetzt muss ich mal irgendwie mit meinem Vermieter darüber sprechen und irgendwie. Er hatte mir mal ein bisschen mehr bezahlt, also so einfach nur von meiner Seite aus. Und dass ich nicht bereit bin, mehr so viel zu zahlen. Zumal das eigentlich keine Miete war, aber er hat es irgendwie verstanden als Miete. Das heißt, es kam noch ein Missverständnis dazu. Und wie auch immer, wo er sagt, irgendwie, wenn du tatsächlich kein Geld hast, dann habe ich kein Problem, wenn du ein, zwei, drei Monate keine Miete zahlst, was irgendwie in Deutschland unvorstellbar wäre. Und für mich ist es unvorstellbar, der Gedanke, irgendwie überhaupt an diesen Punkt zu kommen, überhaupt kein Geld mehr zu haben, dass ich ihm keine Miete mehr zahle. Aber es ist einfach ein total anderes Denken. Und so, wo ich irgendwie das Bedürfnis habe, darauf zu schauen, irgendwie jetzt schon für die, ich sag mal, Zukunft zu planen und irgendwie darauf zu schauen, dass das Geld irgendwie noch ein bisschen länger reicht und sie ein bisschen sparsamer lebe, was gar nicht so einfach ist, weil hier irgendwie die Preise steigen und steigen und steigen und steigen, teilweise um 100, 200%, so im vergangenen letzten Jahr. Ja, und in diesem ganzen so unterschiedlichen Denken, wo kann ich mir da begegnen? Wenn ich
ein anderes Bedürfnis habe als jemand anders, scheinbar. Kann ich wirklich dem anderen darin begegnen? Also, und ich meine, da sind ja gerade so viele Beispiele wie das in kontroversen Meinungen, ich bin dafür und warum greifen die arme, unschuldige Menschen an? Es hat ja irgendwie immer auch mit meiner Geschichte zu tun. So, und wenn ich das Ganze mal runterbreche und wieder zurückkehre zu, wo komme ich denn eigentlich her? Wo kommt denn der andere her? Dann haben wir denselben Ursprung, wir haben die gleiche Quelle. Und worum geht es hier wirklich? Und ich habe gerade einen Artikel geschrieben über Frieden und wo fängt Frieden an? Der fängt in mir an, dass ich Frieden schließe mit mir selber, mit meinen Ideen, mit scheinbar in mir kontroversen, sich bekämpfenden, widerstreitenden Wünschen. Und im Kurs steht, ich kann echt nur immer wieder nur schauen, wo sind hier noch meine Hindernisse vor dem Frieden? Also kann ich auch nur da schauen, was gerade in meinem unmittelbaren Umfeld passiert. Und wenn da scheinbar eine Meinungsverschiedenheit, Diskussion, wie auch immer man das irgendwie nennen mag. Es gibt da ja so unterschiedlichste Intensitäten und Färbungen und so. Was mache ich dann damit? Und dann kann ich nur schauen, okay, wo kommt denn das her? Wo kommt mein Bedürfnis her nach Geld sparen, nach, ich muss hier aber irgendwie klar mal meine Meinung sagen, weil sonst glaubt der andere vielleicht irgendwie, ich bin hier die reiche Europäerin, die hier lebt und immer Geld hat und einen ständigen Goldesel zur Verfügung oder was auch immer, so. Ja, und ich kann nur nach innen schauen, ich kann nur zu mir zurückkehren und gucken, wo sind da noch Kämpfe in mir? Wo gibt es ein unausgesprochenes Bedürfnis? Oder ein Groll, den ich noch hege, der irgendwie bisher unbewusst war und plötzlich auftaucht? Und auch da kann ich Dankbarkeit verwenden, zu sagen, ah, okay, da gibt es einfach noch so ein Schatten in meinem Innern, eine Ecke, wo ich noch nicht hingeleuchtet habe. Oder vielleicht habe ich mal vorbeigeleuchtet und ich habe es nicht gesehen, ich habe es noch nicht erkannt, weil es zu tief irgendwo vergraben war oder ich noch nicht bereit war hinzuschauen und es ist okay. Und dann bemerkte ich so in diesen letzten Tagen von echt so vielen Gedanken, die da so rumschwirren, dass es vor allem auch darum geht, echt sanft mit mir selber zu sein und zuallererst den Wert in mir zu erkennen und die Liebe in mir zu erkennen und das Licht. Klar, irgendwie so dieses, ich bin ein unschuldiges Kind Gottes, das sagt sich immer so leicht, ne? Aber glaube ich da wirklich dran?
Bin ich wirklich bereit, eine Erfahrung davon zu machen? Bin ich bereit, jederzeit mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren und mir hier tatsächlich aufzeigen zu lassen, worum es geht oder was hier gerade zu vergeben ist? Und ja, Dankbarkeit hier im Sinne von, ja, danke, dass du mir das hier gerade zeigst, mein Bruder. Dass ich da echt noch irgendwie einen Groll hege, dass ich da noch einen Götzen habe, dass ich, was auch immer es ist, irgendwie ärgerlich bin, weil ich mich nicht gesehen fühle. Und auch das ist nur eine Idee, dass ich irgendwie denke, mein Bruder, irgendwer hier draußen müsste mich anerkennen, müsste mich wertschätzen oder das, was ich tue oder was ich sage oder dass ich ihm mehr Geld gebe oder die Liste könnte ich endlos weiterführen. Dankbar zu sein, dass es hier mir aufgezeigt wird, dass es noch was zu heilen gibt. Damit ich tatsächlich zurückkehren kann, damit ich erkennen kann, dass ich nichts anderes bin als Liebe, als Licht und dass da nur Frieden ist unter all dem. Das ist ja das Einzige. Wir müssen ja nur irgendwie echt diese ganzen Widerstände, Vorhänge, Schichten von Schutt, ja, Schutzschichten, die wir so um uns herum gebaut haben, von denen wir dachten, dass sie uns beschützen, dass sie uns irgendwie komfortabler fühlen lassen. Echt hier wegnehmen. Weil ich sonst einfach nicht erkennen kann, was ich bin. Und ja, da gibt es ein paar, ich habe jetzt vorhin mal geschaut nach so Stellen zur Dankbarkeit im Kurs. Und es ist immer wieder, es geht ja immer wieder darum, ja, ich kann nicht alleine in den Frieden einkehren. Es geht immer nur mit meinem Bruder. Wir können hier irgendwie einfach echt nichts alleine machen. Und da gibt es auch Seite, also ein Kapitel 19 im Textbuch, die Hindernisse vor dem Frieden. Genau. Auf Seite 407, Abschnitt 3. Da heißt es, die Dankbarkeit, die du ihm schuldest, also Gott, erbittet er nur da, nur damit du sie für ihn empfängst. Und wenn du deinen Bruder mit sanfter Hand anblickst, Huld, mit sanfter Huld anblickst, dann siehst du ihn, groß geschrieben, also Gott.
Denn du schaust dorthin, wo er ist und nicht losgelöst von ihm. Du kannst den Heiligen Geist nicht sehen, aber du kannst deine Brüder wahrheitsgemäß sehen. Und das Licht in ihnen wird dir alles zeigen, was du zu sehen brauchst. Wenn der Frieden in dir so weit ausgedehnt ist, dass er jeden umfasst, dann wird die Funktion des Heiligen Geistes hier vollbracht sein. Welches Bedürfnis gäbe es dann noch zu sehen? Wenn Gott den letzten Schritt selber getan hat, wird der Heilige Geist allen Dank und alle Anerkennung sammeln, die du ihm angeboten hast, um sie im Namen seines allerheiligsten Sohnes sanft vor seinem Schöpfer niederlegen und sie im Namen seines allerheiligsten Sohnes sanft vor seinem Schöpfer niederlegen. Und der Vater wird sie in seinem Namen akzeptieren. Welches Bedürfnis zu sehen gibt es in der Gegenwart seiner Dankbarkeit? Und es ist interessant, dass er hier das Wort Schuldest verwendet. Und es drückt einfach nur aus, dass das unsere Funktion ist, dass das unsere oder dass das ist, was wir sind. Divavan hat das so schön in seiner Session beschrieben. Dankbarkeit und Vergebung sind Bruder und Schwester. Und Dankbarkeit ist einfach was, wofür wir keinen Grund brauchen, sozusagen, weil wir einfach nur weil es wie unsere natürliche Funktion oder unser natürlicher Zustand ist, dankbar zu sein, was wir sind, dass wir ein Kind Gottes sind. Ja, und wenn ich bereit bin, Christus und meinen Bruder zu erkennen, das geht niemals getrennt von Gott. Und das heißt, meinen Bruder jenseits des Körpers zu sehen. Und es braucht nur das Licht. Also ich kann nur, oder das Licht wird mir alles zeigen, was ich zu sehen brauche. Und da ist nur Frieden, indem, wenn ich wahrheitsgemäß wahrnehme, ist da nur Frieden. Ja, weil wir kommen nur gemeinsam in den Himmel. Und mich daran zu erinnern, dass Dankbarkeit einfach nur wie so ein natürlicher Zustand ist, in dem ich bin, wenn ich erkenne, wer ich wirklich bin. Dann weiß ich, dass ich mich gerade wieder erkenne als Sohn Gottes.
Und dass sich das immer natürlicherweise ausdehnt hin zu meinem Bruder. Weil dann habe ich ja keinen, dann bin ich ja nicht mehr in der Trennung, dann bin ich im Gedanken Gottes. So, noch da kann ich das nutzen, dankbar zu sein für das, was mir mein Bruder hier aufzeigt, wenn ich scheinbar in einer Diskussion mit jemandem bin, in einem Meinungsverschiedenheit, in einem Konflikt, in einem Problem. Auch hier dankbar zu sein für meinen Bruder, dass er mir das aufzeigt. Und da gibt es ein Textbuch, Kapitel 4, die Belohnung Gottes auf Seite 69. Eine schöne Textstelle dazu. Also, die das eigentlich weiterführt oder nochmal aufgreift, was ich eben gelesen habe. Ich werde mit dir zum Heiligen gehen. Ich werde mit dir zum Heiligen gehen und durch meine Wahrnehmung kann er den schmalen Graben überbrücken. Deine Dankbarkeit deinem Bruder gegenüber ist die einzige Gabe, die ich mir wünsche. Also hier spricht der Heilige Geist. Ich werde sie für dich zu Gott bringen, in der Erkenntnis, dass dein Bruder erkennen Gott erkennen ist. Wenn du deinem Bruder gegenüber dankbar bist, bist du Gott dankbar für das, was er erschaffen hat. Durch deine Dankbarkeit lernst du deinen Bruder erkennen und ein einziger Augenblick wirklichen Erkennens macht jeden zu deinem Bruder, weil ein jeder von deinem Vater ist. Die Liebe bezwingt nicht alle Dinge, aber sie bringt alle Dinge ins Lot. Ja, weil Liebe nicht kämpft. Weil du das Reich Gottes bist, kann ich dich zu deinen eigenen Schöpfungen zurückführen. Jetzt erkennst du sie nicht, aber was dissoziiert wurde, ist nach wie vor da. Also dissoziiert meint abgespalten. Nur weil ich das vielleicht gerade nicht sehe, weil das nicht in meinem Bewusstsein ist, heißt das nicht, dass es weg ist. Genau aus dem Grund braucht es ja immer wieder unsere Vergebung und unser Hinschauen auf die Dinge, die echt nicht bequem sind und wo irgendwie noch Schmerz da ist, weil die vergeben werden wollen, um dann zu erkennen, dass Liebe, Frieden, mein Licht immer noch da ist, dass es nie verschwunden ist, dass ich nach wie vor bin, wie Gott mich schuf, dass ich nichts darin verändert habe, obwohl ich das ja so als so real hier wahrnehme. Dass ich denke, ich habe hier irgendwas aus mir gemacht, ich habe irgendwie hier was in der Welt gemacht, ich habe Fehler gemacht, ich habe irgendwen angeschrien oder was auch immer. Wenn du einem Bruder näher kommst, näherst du dich mir. Und wenn du dich von ihm zurückziehst, werde ich dir fern. Die Erlösung ist ein Unterfangen, das auf Zusammenarbeit beruht. Es kann nicht erfolgreich von denen angegangen werden, die sich von der Sohnschaft losmachen, weil sie sich von mir losmachen. Gott wird nur zu dir kommen, wenn du ihn deinen Brüdern gibst.
Lerne zuerst von ihnen, dann wirst du bereit sein, Gott zu hören. Das rührt daher, dass die Funktion der Liebe eins ist. Und das ist ja, und das ist ganz wesentlich. Wenn ich denke, irgendwie, oh, ich habe irgendwie noch so Schwierigkeiten damit, den Heiligen Geist zu hören. Okay, dann nimm erstmal deine Brüder zum Üben. Und vertraust du deinen Brüdern? Oder misstraust du ihnen? Auch das kann ich ja nur zurücknehmen zu mir. Wo misstraue ich mir hier? Mein Bruder ist ja nur mein Wegweiser zum Licht. Und wenn ich denke, nee, ich mache das ja alles alleine, ich brauche den anderen nicht. Ich verstecke mich hier irgendwo in den Bergen oder so. Das wird nicht helfen. So abhängig, wie ich von Gott bin, so abhängig bin ich letztendlich auch von meinen Brüdern. Weil wir eins sind und weil hier nichts losgelöst von irgendwas anderem ist. Ja, und worum geht es hier wirklich? Weil wenn ich an die Welt glaube, dann kann ich ja echt nur verzweifeln. Wenn ich dem glaube, was ich hier sehe. Ja, und meine Entscheidung zu treffen. Woran glaube ich hier? Woran will ich glauben? Was will ich sehen? Was will ich erfahren? Das wird total unterschätzt, dass wir hier die Macht haben zu entscheiden, was wir erfahren und sehen und erleben. Und es gibt diese wunderbaren Entscheidungsregeln im Kurs. So, ich weiß noch nicht mal, wofür ich mich irgendwie entscheiden will. Hilf du mir, Heiliger Geist. Okay, ich weiß, ich will Frieden. Ich will einen Tag in Frieden verbringen. Ich schaue gerade nochmal, wo das war.
Hat das jemand gerade parat? Die Entscheidungsregeln. Der Neubeginn, Kapitel 30. Oh, danke. Ja, 608 und Seite 628. Ja, mich echt zu fragen, genau, was will ich? Und weil wir ja bekannterweise oft nicht wissen, was wir wollen. Kennt ihr das? Es ist ja echt gut, den Heiligen Geist da einzuladen. Weil er hat die volle Bandbreite der Wahrheit irgendwie. Und wir haben irgendwie echt immer nur so ein Mini-Ausschnitt von dem, was wir hier sehen. Weil unsere Sicht ja sowas von subjektiv ist. Ich meine, kennt ihr das? Das ist ja irgendwie so typisch, wenn ich mir ein Auto kaufen will und ich habe mir irgendwie eine bestimmte Marke ausgesucht, plötzlich sehe ich irgendwie nur noch diese Automarke. Oder die Frauen unter uns, die schon mal schwanger waren, sehen plötzlich, wenn sie selber schwanger sind, nur noch schwangere Frauen. Oder, also das kann man ja auch, gibt es ja unzählige Beispiele dafür. So. Also, und daran erkennt man ja so wunderbar, wie selektiv wir in unserer Wahrnehmung sind. Ja, und ich zu sagen, heute will ich keine Entscheidung selber treffen, weil ich ja eigentlich gar nicht weiß, was ich will. Urteilsfrei zu sein. Und das Witzige ist, genau, wir fassen Entschlüsse und dann sagen wir, ach na, ich könnte ja mal nachfragen. So was sagt denn der Heilige Geist dazu? Aber eigentlich habe ich ja meine Entscheidung schon getroffen. Ja, und letztendlich, also ihr könnt euch das ja selber nochmal durchlesen. Es ist ganz immer echt ganz hilfreich. Aber ich möchte nochmal kurz eingehen auf, ja, dass es einfach so wesentlich ist, dass wir eine Entscheidung treffen. Und da meine ich jetzt nicht, kaufe ich jetzt das rote Kleid oder das grüne Kleid oder esse ich heute Kartoffeln oder Nudeln, sondern mit wem will ich gehen? Wen will ich als meinen Führer? Weil entsprechend dem werde ich meine Erfahrung machen. Und wenn ich bemerke, eigentlich habe ich jetzt irgendwie den Heiligen Geist gewählt und plötzlich hänge ich aber in keine Ahnung, was für ein Problem. Okay, dann wähle ich neu. Und auch darin immer wieder mein Urteil zurückzunehmen, sobald ich bemerke, ich urteile jetzt hier gerade
über jemand anderen, über mich selber. Weil da hänge ich wieder im Ego. Deswegen ist es irgendwie so, ja, so hilfreich irgendwie, dass wir Vergebung wie so in jedem Moment praktizieren. Das ist nichts, was irgendwie aufhört. Also ja, wenn ich vollständig angenommen habe, was ich wirklich bin, dann wird die ganze Welt hier verschwinden. Und dann werde ich auch aufhören zu urteilen. Aber solange wir hier irgendwie das noch wahrnehmen, braucht es einfach immer wieder Vergebung. Und da drin echt liebevoll mit mir selber zu sein, sanft mit mir selber zu sein. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich mache irgendwie einen Schritt nach vorne und 5 Schritte zurück. Aber wir können in Wahrheit nicht zurückgehen. Oder Andreas, hattest du das letzte Mal in der Session, wo es da, ja, ne? Wo es darum ging, irgendwie, warum denken wir immer, wir gehen vorwärts? Vielleicht gehen wir ja rückwärts. Ich glaube, das war Andreas, der jetzt gerade im Auto sitzt. Habt eine gute Fahrt. Aber wieso? Wir laufen ja die ganze Zeit im Licht. Und auf eine Art ist hier ja auch schon alles passiert. Wir sind ja schon in Gott. Und auch dafür können wir dankbar sein. Und das hilft mir zumindest immer wieder, das hier alles nicht so ernst zu nehmen und mal auszusteigen aus diesem Karussell, von dem ich denke, dass das die Wirklichkeit ist. Ja, und wenn ich bemerke, ich kriege es irgendwie gerade nicht hin, dankbar zu sein für einfach nur das, für das, was ich bin, oder zu erkennen, was ich wirklich bin. Nämlich nach wie vor unschuldig und vollständig und einfach nur leuchtend in Gottes Widerspiegelung. Dankbar zu sein für jeden Seufzer, für jeden freudvollen Gedanken. Da kann ich ja einfach mal starten. Ich meine, dann gibt es immer diese Sprüche, so irgendwie, wenn du ein Dach über dem Kopf hast und fließend Wasser, Trinkwasser und so, dann bist du reicher als so und so viel Prozent der Menschen. Was natürlich wieder auf so einem Vergleich beruht und wo ich dann immer denke, okay, ist jetzt nicht wirklich das, was Dankbarkeit bedeutet. Aber manchmal hilft es einfach irgendwie so, die Perspektive zu wechseln, indem ich erkenne, dass ich erkenne, was ich bin, auch wenn ich es vielleicht gerade noch nicht ganz glauben kann. Vielleicht zuerst mal 15%, 50%, mal mehr, mal weniger.
Und das Gute ist ja irgendwie, dass der Heilige Geist uns ja hier irgendwie nie überrumpelt, sozusagen. Er nimmt ja immer die Bereitwilligkeit, die wir haben, und nutzt die vollkommen, vollständig. So, also wir können echt im Vertrauen sein, dass er einfach alles nutzt. Und auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, erkenne ich hier gerade noch nicht, sehe ich nicht, kann ich sicher sein, wir sind immer gehalten, immer geborgen, immer beschützt. Es gibt kein Falsch, weil wir ja schon angekommen sind. Weil da schon Frieden ist. Vollständiger Frieden. Ja, danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr mit mir lernt. Danke, dass ihr mit mir aufmerksam seid. In den kleinen Nuancen. Vielleicht Babyschritten, die mich zum Glück führen. Ja, wenn jemand was teilen mag, fragen mag, könnt ihr gerne einfach euer Mikro aufmachen. Und ja, ansonsten lese ich hier gerade noch eine kurze Textstelle aus Kapitel 18. Der glückliche Traum zum Abschied, zum Abschluss. Nicht zum Abschied, zum Abschluss. Ich möchte diesen heiligen Augenblick für mich, auf dass ich ihn mit meinem Bruder teilen möge, den ich liebe. Es ist unmöglich, dass ich ihn haben könnte ohne ihn oder er ihn ohne mich.
Es ist uns jedoch gänzlich möglich, ihn jetzt miteinander zu teilen. So wähle ich denn diesen Augenblick als den, den ich dem Heiligen Geist anbiete, damit sich sein Segen auf uns senke und uns beide im Frieden erhalte.